Hallöchen zu Hearthstone, ich begrüße euch mal wieder hier. Es gibt eine neue Kiste für uns, denn der letzte Monat ist rum. Ha, ich habe im August noch gar nicht gespielt, das ist ja Wahnsinn. Das gibt's ja wohl nicht. So, was haben wir denn noch Schönes drin? Wir haben wieder, neun Kartenrücken. Cool, wieder 10 von diesem Staub und eine Karte, Erlösung in Gold. Juhu. Sehr nice, kriegen noch ein paar Bonussternchen für diesen Monat, nämlich 6 an der Zahl. Und dann geht es gleich weiter mit den nächsten Quests, Agentum Knappin. Und ja, wir müssen immer noch hier das dritte Spiel machen. Die Welt wird kälter. Ja, die Welt wird kälter und ich glaube, wir hätten schon vielleicht das letzte auch noch abschließen sollen, damit wir noch die neue Quest wieder kriegen. Nochmal schön 3 Spiele da, aber das letzte machen wir vielleicht gleich noch. Wir gucken erstmal, was hier los ist im Krater, nämlich die Hölle. Okay, die Hölle ist los im Krater, ne, sehr schön. Was mächtiger, Dino-Stärke oder Elementarzorn? Spielt in meinem zufälligen Deck und Helden und lasst es krachen in Un'Goro. Oh, im Un'Goro-Krater. Na gut, dann lassen wir es da mal krachen. Ich bin mal gespannt. Jo, ich hoffe übrigens, dass alles hier ganz entspannt wieder läuft und wir gleich im ersten Versuch das schaffen, damit wir dann wirklich mit der Arena nochmal weiter loslegen können, weitermachen können. Wäre ziemlich cool. Dann hätten wir nämlich die Quest auch gleich wieder abgeschlossen, kriegen noch eine zusätzliche Kartenpackung und dann kann ich dann das so machen. Gegen Thrall! Thrall! Jo! Eure Zeit ist gekommen. Mhm. Ich muss die Wildnis schützen. Er muss die Wildnis schützen. Jo, ja, brauchen wir erstmal nicht die beiden, das ist erstmal okay, lassen wir erstmal so. Jedenfalls, cool, wieso habe ich so viele Schamanenkarten, obwohl der Schaman da drüben sitzt? Mysterium. Jo, ziemlich nette Sache, finde ich gut. Wir kriegen eine Münze, können erstmal sagen, viele Grüße da drüben. Was macht der nochmal für einen zufälligen Feind 2 Schaden, so nachdem er die noch mit Kampfschrei ausgespielt hat? Oh, sehr nice. Das ist auch schon mal cool, der Typ hier. Den brauche ich dringend. So, nächste Runde erstmal gleich hier so eine Karte ziehen mit 2 Mana mehr. Das wäre schon mal gleich episch. Will mich schon mal drüber freuen. Thrall ist schon am Überlegen. Natürlich ist er das. Okay. Aha. Alter, es sind ja nur welche mit Kampfschrei. Cool. Ist das ein Elementar? Das sind alles Elementare. Okay, ich habe einfach nur die ganzen Elementare in meinem Deck. Das ist ja schön. Sehr gut. So, ich muss bis Runde 3 warten, dann kann ich den rausspielen. Runde 4 kommt der, Runde 5 kommt der, Runde 6 kommt der und dann kann ich hier sowas noch machen. Das wäre so im Moment mein Plan. Ich weiß nicht, ob ich mich davon abbringen lassen soll durch vielleicht irgendwelche anderen Geschichten. Aber im Moment können wir es so geschehen lassen. Ja, der ist ein bisschen langsamer und gemächlicher da drüben und überlegt mal, weil, ach, guck mal hier, noch ein Elementar. So, machen wir hier schon mal Krabums. Und, ja. Den brauche ich eigentlich nicht unbedingt draus spielen. Der bringt mir gerade noch nicht so viel hier, ne? Okay. Also war jetzt natürlich doof von mir. Ich hätte auch da angreifen können, aber was soll's. Was soll's? Na, was kommt denn da jetzt noch? Was tun? Ah, klar! Ist ja logisch. Klar. 5 Einser. Mhm. Plus 3 Leben. Na, logisch. Super. Und schon ist meine ganze Taktik wieder im Allerwertesten. Bin ich mal gespannt. So. Die macht er bestimmt gleich kaputt, ne? Aber mal sehen. Solange nicht stirbt diese Runde, ist das ja alles in Ordnung. Wahrscheinlich stirbt er trotzdem, aber passiert. Hätte ich ja erwarten können, ne? So, entdeckt ein Elementar, wenn ihr im letzten Zug ein Elementar gespielt habt. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin bei den ganzen Elementaren, die wir haben. Ist das ja die leichteste Übung. Warum sind die immer eine Runde schneller als ich? Kann doch nicht sein. Vor allem echt, ey. Da ist es schon krass hier. 3 Mana für einen 5-4er? Selbst wenn er anders mutiert, ist er ja trotzdem auch noch mega krass. Also, das ist für 3 Mana ja schon ziemlich OP, finde ich irgendwie. Das ist schon eine heftige Karte. Dass sie nur Silber ist, ist ja wunderlich.
Okay, entdeckt einen Zauber und fügt eure Helden Schaden zu, der dessen Kosten entspricht. Okay. Kommt wieder sowas hier an. Mann, Mann, Mann. So, bin ich mal gespannt. 7 Mana-Zauber. Oh Gott, da bin ich mal gespannt. Ja, was? Klar. Na gut, jetzt ist er eh zum Schweigen gebracht. Kann ja das Ganze eh in die Tonne treten. Ja, ist ja klar. So, den könnte ich raushauen. 5 Einser. Oder ich hau hier irgendwas raus, was hier erstmal ein bisschen ballert. Na gut, da muss jetzt erstmal was kommen hier. So, wir machen einfach alles kaputt hier nach und nach. Einfach fette Kreaturen raushauen und dann so alle... Oh, lass mich verarschen. Oh, ja, klasse. Na, klasse. War ja richtig geil hier. Ich habe auch keine Zauber, ne? Ich habe nur Kreaturen, sonst habe ich nichts. Nur Kreaturen. Ich hätte gern mal einen Zauber. Ruf 3 Trians herbei. Das wäre natürlich jetzt eine coole Geschichte. Die wären ziemlich perfekt jetzt gerade. Ja, komm, ich ruf den hier. Ist eigentlich ein bisschen doof. Weil der kann den töten, dann noch einleben, der kann den töten, dann noch einleben. Also eigentlich ziemlich doof von mir gewesen gerade. War ein bisschen unglücklich. So, ich muss gucken, was passiert, wenn er 7 Mana hat, was er dann für einen Zauber da raushaut. Na klar. Nochmal diesen Typen. Ist ja logisch. Ist ja klar. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Der hat ganz viele Wildtiere hier. Okay, der hat einfach die ganzen Wildtiere. Das ist ja schön. Ach, Verstohlenheit kriegt der jetzt. Ja, nett. Ja, siehste wohl, das habe ich doch sowieso gleich geahnt. Das habe ich doch sowieso gleich geahnt hier. Unglaublich. So, jetzt wollt ihr irgendwas, womit ich zack, 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 jedem einen Schaden machen kann oder so. Wirkt eine Beschwörung der Elemente, wenn ihr im letzten Zug ein Elementar ausgespielt habt. Oh, das ist natürlich ganz geil. Entdeckt ein Elementar. Ich will auch kein Elementar entdecken. Mann, ey. Ja. Warte mal, mit 9 Mana könnte ich da ganz gut das machen, ne? Ja, komm, das ist am besten. Es ist so am geschicktesten. So ist es am geschicktesten, glaube ich. So. Okay. Weil, da muss er einfach irgendwie nach und nach die kaputt hauen. Oder er macht jetzt den Flammensturm, dann sind sowieso alle im Arsch. Dann bin ich mal gespannt, was da jetzt gleich kommt. Na, er überlegt auf jeden Fall. Vielleicht ist es doch ein anderer Zauber. Man weiß es nicht. Was tun? Man weiß es nicht. Oh. Auweia. Das ist natürlich jetzt sehr nett. Hä, warum hat er mich eigentlich nicht angegriffen? Er macht doch 14, 19, 21, 23 Schaden. Hä? Verstehe ich nicht ganz. Bisschen unlogisch jetzt. Okay. Ich glaube, ich bin so gut wie tot. Ja, super, klasse. Das bringt natürlich echt mega viel hier. Super. Ja. Das können wir vergessen. Das wird nichts. Ich gebe mich. Alter, das ist aber auch ein bisschen doof, dass man überhaupt keine Zauber hat hier. Ich habe mir das so schön überlegt und nein, musste natürlich direkt wieder kaputt gemacht werden von einem, ne? Das ist ja das Übliche. Kennen wir ja schon, das ganze Prozedere. Unverschämtheit, kann man da nur sagen. Na gut, vielleicht klappt es diesmal besser. Wäre ja mal ganz nett. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück. Aber gut, der da drüben hat eigentlich auch nur Kreaturen, ne? Oh, jetzt haben wir zumindest mal gleiche Voraussetzungen hier. Was haben wir hier? Oh Gott, nur so teure Sachen hier. Das ist ja wir sind sehr krass. Jedes Mal, wenn ihr diese Karte abwerft, erhält sie plus 2 und gehört auf Anzug. Hä, den habe ich doch gerade weggeschmissen. Super, die Gelegemutter. Ich habe ja nichts zum Abwerfen. Das ist ja ein bisschen doof. Schade was. Schade was. Für Hexmeister natürlich echt coole Karte, aber
nur so teure Sachen hier. Spott, Kampfschrei mutiert. Okay. Ich grüße euch. Cool. 5-5er mit Spott und Mutation. Das ist natürlich ganz nice. Ja, klar. Na klar. So, dann holen wir erstmal die Gelegemutter raus. Ich glaube, das wird uns eh nix. So, hier, Kollege, greif uns an. Das wäre ganz cool. Ja, ist klar. Nicht ernsthaft. Cool, Mann. Oh. Affe. So ein Affe. So ein Wicht. So. Spott giftig. 1, 2. Nee, das ist mir im Moment gerade noch zu viel. Zu günstig, sag ich mal. Also, dafür opfert er einfach einen anderen hier. Ja, klar. Ja, klar. Na, los. Oh, sehr gut. Das war ja jetzt optimal. Aber reicht wahrscheinlich trotzdem nicht. Genau, weil er macht das natürlich so. Und macht das so. Auch so ein Lackaffe hier, ey. Unverschämt. So, komm. Wir ziehen uns nochmal ein paar Diener. Ein zufälliges Wild hier auf die Hand. Okay. Fügt jedem Helden einen Schaden zu. Zauberschaden plus 2 bringt natürlich auch wahnsinnig viel in diesem Spiel hier. Wahnsinn. Ja, das war klar, dass er sich da jetzt auf die Wand zu, auf die Hand zurück eilt. Als Stärkerer. Mhm. Okay. Ja, da kommt halt einiges. Ja, er hat die ganzen Elementare hier alle. Schön! Das ist auch eine schöne Menge hier. Mhm. Was können wir da noch Tolles machen? Naja, das ist jetzt auch nicht so der Hammer. Machen wir doch mal das hier. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener mit einem Leben herbeirufe, der hätte dieser Gottesschild. Okay, aber haben wir nicht mehr so viele von. Ansturm, Verstohlenheit. Das ist natürlich alles so ein bisschen. Bisschen komisch. Alles nicht so optimal. Aber komm, nehmen wir den hier. Dann. Soll ich die rausholen hier? Spottgiftig? Nein, die macht er mit dem kaputt, ne? Wobei eigentlich ja. Wäre es ja okay, aber ich. Machen wir so. Zack. Beiden Helden einen Schaden. Mann, so langsam kann ja aber echt mal was rauskommen. Boah, das ist natürlich ganz nett jetzt, ne? 8-6. Jo, das war klar. Und jetzt wird er mit dem Feuerteufelchen wahrscheinlich den hier noch kaputt hauen. Dies ist kein Ort für Sterbliche! Na klar. Na klar. So, jetzt müssen wir mal langsam hier was tun. Mutiert eure Murlocs, da habe ich doch gar nichts von. So, mutieren, Mutation. Gottesschild, plus 3 Leben, er ruft 2 Pflanzlinge herbei. Plus 3 Leben wäre mir, glaube ich, gerade am liebsten. Aber vielleicht auch lieber die Pflanzlinge. Nee, komm, plus 3 Leben. Finde ich gerade besser. Ich brauche ein bisschen Zeit. Brauche ein bisschen Zeit, um mir alles zu erledigen. Jo, das war sowieso klar, dass der jetzt kommt. Das war ja logisch. So, was kommt jetzt? Ah, jetzt macht er erstmal kaputt. Oh, sehr gut. Ja, mach das mal. Sehr schön. Finde ich gut. Finde ich doch gut. So, was haben wir hier noch Schönes? Jetzt können wir eigentlich den hier raushauen. Oder ich hau den hier raus. Mutiert zweimal. Ist ja eigentlich ganz cool, ne? Komm, hol mal raus hier. Oh, gucke mal. Gottesschild oder plus 1, plus 1? Ich glaube erstmal plus 1, plus 1. Aha. Bleibt im nächsten Zug verstohlen. Das ist doch noch besser. Sehr gut. Gefällt mir. Na, bin ich mal gespannt, was damit passiert. Den kann er zumindest gerade nicht töten. Das ist ja auch schon mal ganz nett. Er hält Spott, wenn wir ein Wildtier kontrollieren. Oh, das ist ja schon mal optimal. Kalimos, erhebt dich! Klar. Melde mich zum Dienst. Na, logisch. So, was kommt jetzt?
Wie viel kostet der 10 Mana dann? Okay, der kostet dann 10 Mana. Okay, okay, okay. Oh, das ist natürlich auch ganz nice jetzt. Machen wir den erstmal kaputt hier. Und dann... Ja, machen wir das so. Aha, Geheimnis. Ui, wow. Das war jetzt natürlich echt optimal. Sehr schön. Das sieht doch jetzt schon ein bisschen besser aus hier. Ja, okay. Na, bin ich mal gespannt, was wir da noch mit hinkriegen. Vielleicht reicht das ja jetzt schon zum Gewinnen. Er hat auf jeden Fall noch die ganze Hand voll, was natürlich ein bisschen dramatischer wird für uns. Da müssen wir auf jeden Fall noch aufpassen. Okay, jetzt kommt erstmal der. Na gut, der kann ruhig kommen. Okay. Gut. Habe ich immer meine coole Schnecke für. Das ist ja schon mal ganz cool. So, hole ich den jetzt raus? Oder warte, mache ich den und wen anders? Ich glaube, ich mache den hier. Nee, ich glaube, den hier erstmal mit Spott. Ist schon besser. Machen wir den kaputt. Und dann den hier. Supi! Sehr gut, Frostcaller schon mal kaputt. Haben wir den schon mal erledigt. So. Ihr werdet von meinem Körper zerschellen. Oh. Oh. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich sehr nice jetzt. Ach du heiliger Strohsack. Na, ich hol mal den raus. Und ich hol den raus. Ja. Okay, ich warte lieber ab. Oh, war ja, ey. 20 Leben! Oh Gott, wie soll ich die denn kaputt machen? Plus 5 Leben für jeden Elementar im letzten Zug. Ja gut, das war natürlich ein paar. Da kommt Pyros. Subi! Okay. So, 12 Leben hat er noch. Wie machen wir ihm die denn kaputt? Wie machen wir ihm die denn kaputt? Ich entdecke erstmal einen Diener. Was haben wir denn hier? Stellt am Ende bei einem verletzten befreundeten Charakter 8 Leben wieder. Oh, das ist natürlich jetzt ganz nice. Ich glaube, das möchte ich. So, und dann muss ich ihm 12 Schaden irgendwie machen. Das geht ja nicht. Da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Problem gelöst. Ja, es geht eh nur so. Gelöst. Ich kann es nur so machen. Oh nein. Okay. Verdammt. Damit. Ja, damit habe ich dann wieder verloren. Das gibt's ja nicht. Gut gespielt. Auch so ein Lappen da drüben, kann ja nicht sein. Hat da wieder Glück. Okay, spätestens jetzt hätte er es ja sowieso geschafft. Der Sieg gehört euch. Ja, klar. Tja, Leute, ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt gelaufen. Aber kann man nichts machen. Da kann man wohl nichts machen. Dann müssen wir das nächstes Mal wieder probieren. Hier uns weiter durchzuangeln. Und vielleicht schaffen wir es ja dann endlich mal wieder. Ich werde mal gucken, dass wir den Rest hier so irgendwie noch freispielen. Und dann gucken wir mal, dass wir nächstes Mal wieder ein bisschen mehr Erfolg haben. Auf jeden Fall danke fürs Zugucken. Und beim nächsten Mal seid ihr dann wieder hoffentlich mit dabei. Werden wir vielleicht auch mal wieder gewinnen. Mal schauen. Letztes Mal lief es so gut, deswegen muss es heute ja ein bisschen schlechter laufen. Ne? Ist ja immer hin und her. Okay, macht es gut. Ciao. Dies ist kein Ort für Sterbliche. Na klar. Na klar. So, jetzt müssen wir mal langsam hier was tun. Mutiert eure Murlocs. Da habe ich auch gar nichts von. So, mutieren, Mutation. Gottesschild, plus 3 Leben, er ruft 2 Pflanzlinge herbei.